Wollfuß und Frank Buschmann begrüßen Sie ganz herzlich zum Finale der diesjährigen UEFA Champions League. Es wird ernst, Wolf. Zwei Mannschaften sind noch übrig, beide mit großen Ambitionen. Beide, das ist logisch, wollen den Sieg, beide wollen heute glänzen. Es wird ein Riesenspiel. Heute heißt es Juventus Turin gegen Paris Saint-Germain. Sehen zu dürfen, ist immer wieder ein Erlebnis. Cristiano Ronaldo, Dos Santos, Aveiro. Für mich ist der Portugiese neben Messi der beste Spieler der Welt. Das muss man einfach so festhalten. Und wie es sich für einen Superstar gehört, zelebriert er seine Auftritte ja auch sehr gerne. Ich finde, er kann sich erlauben. Hier sehen wir die Startaufstellung von Juventus Turin für heute. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen und zwar aus dem Mittelfeld. Hier ist heute richtig Stimmung in der Bude. Ist ja auch nicht immer so. Fußballatmosphäre pur, Wolf. Jetzt sehen wir, wie Paris Saint-Germain heute aufläuft. Bei Ihnen wird heute sicher viel über die Außen gehen. Das bietet sich beim 4-3-3 an, vor allem wenn die Außenstürmer wirklich an der Linie draußen bleiben. Also Sie wollen das Spiel breit machen. Jetzt geht's hier los in diesem Endspiel der UEFA Champions League. Freuen wir uns auf ein interessantes und hoffentlich sogar dramatisches Spiel. Chance erstmal vorbei. Der Spieler ist dazwischen gegangen. Kedira am Ball. Juan Cuadrado jetzt. Dybala. Wird das eine Torchance? Cuadrado. Der Ball fliegt Richtung Tor, geht aber dann doch ein gutes Stück drüber. Dybala. Ball bei Neymar. Ball bei Cavani. Kurzawa. Abstoß, Ball war draußen. Nun Pjanic. Dybala. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Das ist noch gefährlich. Er ist wieder dran und dieses Mal hält er den Ball. Berratti am Ball. Er passt auf und holt sich im Mittelfeld den Ball. Er ist frei, da kann was draus werden. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Gutes Technik. Und Ronaldo. Und er schießt. Jetzt vielleicht. Da kommt er raus und nimmt dem Angreifer den Ball ab. Sehr guter Einsatz, genau richtig getimt. Berratti am Ball. Jetzt müssen Sie aufpassen.
Gut aufgepasst, da kommt er an den Ball. Nun Ronaldo. Cuadrado. Das war eine starke Aktion. Und die Situation geklärt. Er schießt. Keine große Mühe hier bei diesem ungefährlichen Ball. Das könnte die Gelegenheit geben. Cristiano Ronaldo! Jetzt geht's richtig los. Wir haben den ersten Treffer. Und Juventus Turin ist jetzt hier also vorn. Verratti am Ball. Jetzt Thiago Silva. Ball bei Neymar. Rabiot. Sie suchen die Lücke. Nun Pjanic. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Dybala. Chance lebt noch. Ball bei Neymar. Ball bei Cavani. Klasse aufgepasst. Er kommt an den Ball. Ronaldo am Ball. Schuss! Ball bei Neymar. Und Marquinhos. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Das hätte brenzlig werden können, aber er kommt vorher an den Ball. Kurzawa. Edinson Cavani. Der Ball fliegt über das Tor. Dabei sah der Schuss zunächst ganz ordentlich aus. Nun Pjanic. Keine schlechte Chance, aber vorbei. Ach, da war vielleicht sogar mehr drin. Da kommt nochmal das Tor in der Wiederholung. Verratti am Ball. Gut gemacht auf der Außenbahn. Dybala. Khedira am Ball. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Und PSG holt sich den Ball zurück. Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg. Er pfeift sie zurück, es gibt Abseits. Jetzt Ronaldo am Ball. Das war nicht gut vom Abwehrspieler. Da gibt er Freistoß. Er lässt die Karte nochmal stecken, gibt ihm aber ein paar Worte mit auf den Weg. Und jetzt muss er sich zurückhalten. Beim nächsten Mal dürfte der Schiedsrichter anders entscheiden. Den Ball hat er. Cristiano Ronaldo. Der war weit weg, aber kein schlechter Schuss. Können Sie jetzt einen Angriff aufziehen? Cristiano Ronaldo. Thiago Silva passt da auf. Und hier wird es jetzt 2 Minuten Nachspielzeit geben. Den spielt er gut.
schießt. Das war Pech, eine gute Gelegenheit, um zum Ausgleich zu kommen. Bonucci jetzt. Ein Tor haben wir in Halbzeit 1 gesehen. PSG hier mit dem Anstoß. Der zweite Durchgang läuft. Verratti am Ball. Ball bei Cavani. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Bei der Abwehr wird das nicht leicht. Jetzt schießt er. Der Ball fliegt Richtung Tor, geht aber dann doch ein gutes Stück drüber. Nun Giorgio Chiellini. Jetzt Cristiano Ronaldo. Mit dem Schuss verfehlt er das Ziel doch sehr deutlich. Wie denkst du bislang über Cristiano Ronaldo? Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Seine Pässe kommen heute richtig gut an. Gut von Thiago Silva. Nun Pjanic. Und das war's mit dem Angriff. Er fängt den Ball ab. Er steht im Abseits. Gut gesehen. Jetzt will man mit dem Wechsel nochmal neue Akzente setzen. Insbesondere in der Offensive wäre das nötig. Sie liegen zurück. Jetzt Ronaldo am Ball. Und jetzt ein Schuss. Kein guter Schuss, der geht weit vorbei. Jetzt Einwurf für Juve. Dybala. Jetzt vielleicht. Ball geht ins Aus, gibt Ecke für Juve. Ball im Aus, Einwurf. Kurzawa. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Jetzt eine gute Flanke. Da hat er gut verteidigt. Auch dieser Ball kommt an, das macht er gut heute. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Ein fantastisches Tor und ein weiteres Tor und auch das geht in Ordnung. Sie zeigen eine super Leistung heute. Er ist heute richtig gut drauf. Er macht hier sein zweites Tor. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Schaut doch gut aus. Es steht 2:0. Bisher spielen sie hier ohne große Probleme. Jetzt Thiago Silva. Ball bei Cavani. Ball bei Neymar. Sehr guter Einsatz. Edinson Cavani. Und diesen Ball hat er sicher. Klasse vom Torwart. Vielversprechender Angriff, aber dann kommt doch noch einer dazwischen. Da schießt er. Trifft er, ja. Drin, Tor.
Jetzt noch ein Tor, dann hätten sie den Ausgleich. Ganz stark, wie sie hier zurückkommen. Hätte ich nie mit gerechnet. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Jetzt steht es hier 2:1, eine enge Kiste. Dybala, Cristiano Ronaldo. Jetzt Cristiano Ronaldo. Sie suchen die Lücke. Und jetzt die Chance. Khedira, super Tor, in den Pfosten und dann rein. Der Ball erst an den Pfosten und dann rein. Das war ein knappes Ding. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. Jetzt Thiago Silva. Gut gemacht, er hat den Ball erobert. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Ball bei Neymar. Schuss! Gehalten, ganz stark. Und Ecke. Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg. Jetzt die Flanke. Er ist da und kann den Ball hier klären. Jetzt vielleicht. Den Ball holt er sich. Und jetzt ein Schuss. Eckstoß und vielleicht eine Möglichkeit für Juve. Ball raus, geklärt von Thiago Silva. Ball bei Neymar. Jetzt kann er flanken. Edinson Cavani. Knapp daneben, das ist bei dem Spielstand doppelt ärgerlich. Ja, und so liegen sie weiter deutlich hinten. Sie brauchen langsam mal einen Treffer, wenn das hier überhaupt noch irgendwas werden soll. Gut geklärt, das war wichtig. Sie bekommen einen Einwurf. Da könnte was draus werden.
Es geht noch weiter. 4 Minuten gibt es extra. Der weite Ball auf Cavani. Nun Pjanic. Pedira am Ball. Der Angriff ist erstmal vorbei. Sie verlieren den Ball. Wird's jetzt gefährlich? Ball bei Neymar. Guter Pass. Da zieht er ab. Und das Tor. Ganz aufgegeben haben sie sich noch nicht offensichtlich. Sie erzielen hier zumindest noch den Ehrentreffer. Sie liegen nur noch mit einem Treffer hin, aber reicht die Zeit, um hier sogar noch auszugleichen? Unmöglich ist es nicht, Wolf, aber es muss natürlich fix gehen. Boah, jetzt ist es doch nur noch ein Tor. Geht da noch was? Drei zu zwei also. Da ist alles drin. Können Sie jetzt einen Angriff aufziehen? Die Mission Pokalsieg ist erfolgreich beendet. Sie haben es tatsächlich geschafft. Eine Spitzenleistung und jetzt können Sie mit Recht feiern. Die Gelegenheit geben. Cristiano Ronaldo! Jetzt Ronaldo am Ball. Und jetzt ein Schuss. Kein guter Schuss, der geht weit vorbei.